Liebe Globalstrategen, demnächst erscheint ein Spiel, welches Civilization den Schneider abkaufen und vom Thron stoßen möchte. Mit Millennia möchte Paradox nach der erfolgreichen Eroberung des City-Builder-Genre auch noch das 4X-Genre übernehmen. Und das könnte durchaus klappen. Denn Millennia bringt durchaus frischen Wind in die Globalstrategie und erfüllt so manche Wünsche der Fans. In der veröffentlichten Demo wurde nur wenig vom Potenzial dieses Spiels gezeigt. Die Limitierung von 60 Runden reichen leider kaum aus, um alle Stärken von Millennia zu erblicken. Man bekam in der Demo das Gefühl, einen Civilization-Klon zu spielen, welcher sich kaum zu Sid Meiers Meisterwerk unterscheidet. Doch der Schein trügt. Und in diesem Video erfährst du alles, was du über Millennia wissen musst. Zu Beginn kannst du dich für eine von 18 Nationen entscheiden, mit der du die Menschheitsgeschichte nachspielen kannst oder gar veränderst. Da enttäuscht mich Paradox doch ein wenig. Dafür, dass sie eigentlich bekannt sind, Österreich gerne in ihren Spielen einzubinden, haben sie es hier nicht geschafft. Obwohl Köln, Worms, aber auch Wien sehr wichtige Städte in der deutschen Geschichte sind. Ich würde es ein wenig verkraften, wenn das Volk die Deutschen bezeichnet wird und nicht Deutschland. Genug geflennt, ab zum wichtigen Teil. In der Vollversion kannst du sogar eine eigene Nation gründen. Leider können keine eigenen Flaggen eingespielt werden und du musst dich an die vorhandenen bedienen. Aber du kannst dafür Gebäudestil und nationale Stärken verändern. Zu Beginn startest du gewohnt mit einer Stadt in einer zufälligen Region. Deine Sichtweite beschränkt sich auf ein weiteres Feld, bevor es vom Nebel verdeckt wird. 4X-typisch fängst du mal an, die Gegend zu erkunden, um neue Ressourcen und andere Zivilisationen zu entdecken. In deiner Stadt kannst du nun einen Bauauftrag erteilen und die Forschung auswählen. Zwar nicht neu, aber dennoch interessant ist der Reiter Domäne. Hier findet sich deine Regierung, für die du Punkte sammelst. Hast du genügend Punkte am Konto, kannst du dir einen Bonus aussuchen oder die Punkte für dein System einsetzen, welche dir weitere Vorteile bringen. Für die Erkundung und Kriegsführung erhaltest du separate Punkte, welche du für das Militär und Kundschafter einsetzen kannst. Wie zum Beispiel eine neue Armee ausheben oder auch eine kleine Gebietserweiterung um ein Hexerfeld. Auf deiner Reise wirst du vermutlich bald auf Barbaren treffen, welche ohne zu zögern einen Kampf mit dir suchen. Deine Krieger werden am Anfang mit den Barbaren noch gut zurechtkommen. Deine Kundschafter sollten sich aber lieber von der Meute fernhalten. Von Civilization entfernt findest du in Millennia die Funktion, die Einheiten zu stacken. Zu Beginn kannst du drei Einheiten zu einer Armee formen. Im späteren Spielverlauf werden mehrere Slots verfügbar sein. Somit eröffnet sich die Option, wieder taktischer vorzugehen. Wie zum Beispiel zwei Kriegereinheiten, welche durch Bogenschütze unterstützt werden. Neben Barbaren wirst du auch friedliche Menschen finden. In Form von bekannten Stammeslager, welche sich verstreut auf der gesamten Map befinden. Diese Stämme gewähren dir einen Bonus auf Forschung, Kultur oder schließen sich in Form von Einheiten dir an. Auf der Spielwelt finden sich noch zahlreiche Ressourcen wie Nutztiere, ertragreiche Fischschulen, Erze und Nutzpflanzen. Diese gewähren dir nicht nur einen Bonus auf Nahrung oder Produktion wie bei der Konkurrenz. Viele dieser Ressourcen können weiterverarbeitet werden und es können quasi Produktionsketten erstellt werden. Aus Holzstämmen werden zum Beispiel Papier, welches du für Bücher benötigst. Vermutlich kannst du diese edlen Produkte zum Handeln verwenden oder deiner Bevölkerung einen Wissensbonus verschaffen. Diplomatie wird in der Vollversion durchaus einen großen Platz einnehmen. In der Demo konnte dieser Part nicht erkundet werden und bestand eher daraus, alles hinzunehmen. Die Osmanen wollen Krieg, dismiss my lord. In der Vollversion sieht dies etwas anders aus. Es gibt mehrere Möglichkeiten zu antworten, um eine Eskalation zu vermeiden, zu provozieren oder einen Kompromiss zu finden. Diese Funktionen sollen aber mehr Tiefgang als bei Civilization bieten und daher mehr das Gefühl einer diplomatischen Verhandlung vermitteln. Ja, ich weiß, bei Stellaris wurde das auch versprochen. Nur gibt es meiner Meinung nach ein kleines Problem. Die KI selbst. In Paradox-Spielen folgen die KI-Nationen meist ein geskriptetes Ziel. Da ist kein Platz für logische Diplomatie oder für einen Konsens. Und für eine künstliche KI wären die Antwortmöglichkeiten zu gering, um echte Verhandlungen zu führen. Ausgeklügelte Diplomatie in Spielen wird vorerst für die nächsten Jahre ein Wunschdenken bleiben. Kommen wir mal zum Aufbau deines Landes. Jede Stadt gewährt dir am Anfang 6 Hexagonfelder. Diese können nun bebaut werden. Der übliche Bautrupp existiert in Millennia aber nicht. Dafür gibt es aber in der unteren linken Ecke ein Icon mit Bauprojekten. Je größer dein Reich, desto schneller erhaltest du Punkte für den Bau.
Weiden, Landwirtschaft oder Minen können über das Menü gebaut werden. Aber auch kleine Wohngebiete wie eine Siedlung. Hier wird es vermutlich etwas zu Verwirrungen kommen. Hast du genug Kulturpunkte gesammelt, kannst du eine neue Stadt gründen. Aber nicht im herkömmlichen Sinne. Diese Stadt aus dem Kulturreiter ist eigentlich eine Kleinstadt oder ein Dorf, welches unmittelbar neben deiner Grenze oder innerhalb platziert werden kann. Um eine Stadt außerhalb der Grenzen zu gründen, benötigst du den bekannten Siedler. Dieser wird aber nicht in einer Stadt gebaut, sondern über die Domäne durch Kulturpunkte freigeschalten. Mit dem Siedler kannst du eine weitere Stadt gründen, wo auch immer du willst. Mich interessiert wirklich sehr, welche Nation du gerne in Globalstrategiespielen wählst und warum. Ich wähle meistens Frankreich oder Deutschland und bei Österreich fange ich an zu sabbern. Grund ist die Verbundenheit zu diesen Nationen. Eine der erfrischenden Funktionen ist die Forschung. Der Forschungsbaum ist nicht unübersichtlich und langweilig gestaltet. Es ist streng genommen unterteilt in dem Zeitalter, in dem du dich gerade befindest. Du kannst alle Forschungen der Epoche abschließen und dann das nächste Zeitalter erforschen. Oder du bist der Vorreiter und sicherst dir einen kleinen Vorteil. In manchen Epochen kannst du nun die Geschichte maßgeblich verändern. Statt in die Eisenzeit zu wandern, kannst du in ein blutiges Zeitalter ausweichen oder dich für die Zeitalter der Helden entscheiden. Diese Epochen verändern das Spielgeschehen drastisch. Im Zeitalter der Helden entstehen Heldengeschichten und verschiedene Events erscheinen auf der Map, welche nur durch Helden gelöst werden können. Diese Gebiete können bis zur Lösung nicht bebaut oder von regulären Truppen betreten werden. Neben dieser interessanten und auch ungefährlichen Epoche können aber auch gefährliche Epochen von dir, aber auch von der KI erforscht werden. Darunter können sich auch kritische Krisen befinden. Vergleichbar mit dem Krisenszenario bei Stellaris. Diese Epochen werden die Zukunft des Spiels stark verändern. Hungersnöte, Kriege oder tödliche Krankheiten können die Folge sein. Das ist eines der Hauptgründe, warum Millennia mich so stark interessiert und begeistert. Keine vorgegebenen bzw. linearen Zeitlinien. Jedes Spiel wird dadurch unvorhersehbar und man muss sich mitten im Spiel der Gegebenheiten anpassen und sich notfalls komplett neu organisieren. Die Kampfmechanik ist ebenfalls ein interessanter Aspekt im Spiel. Dass du deine Einheiten stacken und taktisch zusammenstellen kannst, habe ich bereits erwähnt. Es gewährt dir nicht nur einen Vorteil auf dem Schlachtfeld. Auch bei der Belagerung einer Stadt können Bogenschützen in der Einheit für einen Vorteil sorgen. Deine Speer- oder Schwertträger müssen zuerst die Stadtmauer zerstören, um die Stadtmiliz zu besiegen. Die Gegner können herausstürmen und deine Einheiten attackieren. Danach verstecken sich die Einheiten wieder hinter den Mauern. Doch vor den Bogenschützen sind sie nicht geschützt. Diese ballern die Pfeile über die Mauern und schwächen somit die gegnerischen Einheiten. In den späteren Epochen werden Katapulte diese Funktion übernehmen oder gar die Mauern schneller einreißen. Civilization hat sehr nette Animationen für die Kampfhandlungen. Millennia schlägt hier einen anderen Weg ein. Der Kampf wird über einen Bildschirm angezeigt. Hier stürmen die Einheiten aufeinander zu und führen ihre Angriffe aus. Ähnlich wie bei den alten Final Fantasy Teilen. In das Kampfgeschehen kannst du aber nicht eingreifen. Die Darstellung ist jetzt nicht gerade gut umgesetzt, grenzt schon etwas an der Hässlichkeit meiner Meinung nach. Dennoch finde ich es nicht schlecht. Aber man hätte es auch etwas moderner gestalten können. Da es sich um eine geskriptete Szene handelt, hätte man eine Echtzeitschlacht einspielen können ohne diesen rundenbasierten Eingeklopfe. Millennia-Stärken werden sich erst in der Vollversion zeigen. Wenn du aber gerne einen Vorgeschmack zu der Vollversion haben möchtest, dann empfiehlt es sich durchaus bei Ranger Area Uncut oder Steinwalm vorbeizuschauen. Beide haben von Paradox die Möglichkeit bekommen, das Spiel nahezu ohne Grenzen zu spielen. Was haltest du von Millennia? Kann Paradox Civilization vom Thron stoßen? Oder bleibt Sid Meier's Epos weiterhin an der Spitze der VX Games? Lass es mich wissen und schreib es mir in die Kommentare. Und wenn du mehr zu Paradox wissen möchtest, dann zieh dir gleich dieses Video rein. Stay epic with Play Epic. Vierte.